Hoppla, nein! Bild eines Schädelsymbols. Ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Mark 1, Feuer 0. Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Until Dawn Uf Pelzig. In der letzten Episode sind wir mit dem Mike und mit der Jess hier in die Hütte gekommen. Und als die gerade am Rummachen waren, hat's ein Clearer gegeben und hier liegt das verschollene Handy von der Jess wahrscheinlich. Und ja, gucken wir es uns doch mal an, das sieht wohl aus, als wäre es ihr's, ne? Ja, dann bringen wir es mal wieder. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, erst kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Stimmung am Arsch. Pech gehabt, Mike. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Los, fass, fass! Ist aber ziemlich zurückhaltend hier, die Kreatur. Ich revidiere meine Aussage, okay. Ups, so bin ich jetzt eben doch ein bisschen verschrocken. Scheiße. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. 23.14 Uhr und wir spielen Ashley. Okay, bei denen war der letzte Stand, dass es ab zur Bibliothek gehen sollte, ne? Weil dieses Ouija-Brett gesagt hat, in der Bibliothek seien Hinweise. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Josh die wahrscheinlich alle nur hergelockt hat, um Rache zu üben. Es könnte natürlich sein, dass der Fremde wirklich der Victor ist, dieser Ex-Hausmeister. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es der Josh ist. Und dass der möglicherweise auch, weil der Psychologe da dabei ist, dass der möglicherweise Patient bei dem Dr. Hill war. Also das könnte ich mir zumindest gut vorstellen und dass das seit Therapiesitzungen sind, die wir so sehen. Vielleicht auch aus seiner subjektiven, etwas verzerrter Sicht, sozusagen aus der Sicht von einem geistig kranken Mensch. Aber ich glaube trotzdem, der Dr. Hill gehört irgendwie zum Josh seiner Vergangenheit und dass der vielleicht der Fremde sein könnte, neben dem Victor. Na, das müssen wir erstmal gucken. Wir sind jetzt wieder in dem Szenario drin. Können wir durch rein? Das blitzt zumindest. Schade. Okay, ich nehme mal an, unser Ziel ist nach wie vor, durchsuche die Bibliothek. Genau. Okay, bei ihr sieht es eigentlich soweit relativ im unteren Mittelfeld aus. Bis auf Chris von der Beziehung her. Sie ist recht ehrlich und sehr, sehr neugierig. Na gut. Gucken wir uns üben. Was finden wir dann da? Ah, Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Mysteriös. Was? Das ist ein Knopf. Ja, war ein Knopf. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Ist der Hannah schäm dich Knopf. Aber erstmal will ich gucken, was es da sonst noch gibt. Ob man da nicht noch irgendwas findet. Das finde ich immer sehr schön bei einer Bibliothek, wenn man dann so einen Arbeitsstuhl hier noch hat. Oder so einen Arbeitstisch mit Stuhl. Fällt mir persönlich ganz gut, aber es ist ein bisschen klär, die Bibliothek, für meinen Geschmack. Okay, dann drücken wir mal den Knopf.
Und wenn ich jetzt den falschen Knopf drücke oder was, dann drückt sie so 2 Zentimeter daneben, so wie der Fry bei Futurama. Ah ne, sie hat getroffen. Wow. Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert. Hoffentlich deiner, du Affekopf. Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Na jo. Ja, geh vor. Nee, du gehst. Okay, jetzt spielen wir Chris. Na gut. Oh, wir sehen uns auf dem Videoband und eine Spinne krabbelt rum. Pfui Teufel. Okay, wieder die Zwillinge. Hinweis entdeckt, Porträtfoto. Ups. Hinweis entdeckt, Drohbrief. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Heilige Scheiße. Ehrlich. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Okay. Ich würde aber ganz gerne mal in den Raum reingehen, ob wir da noch was anderes finden könnten. Find's auch irgendwie cool, dass man das so aus einer Überwachungskamera sieht. Wisst aber auch ganz gern, wo die Kamera ist. Okay. Kleiner Geheimraum. Okay, dann gucken wir mal noch um Josh. Der kommt natürlich von... Wow, was ist das für ein creepy Bild, du? Alter! Was ein gruseliges Bild! Manometer! Monster-Jesus! Ist da wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn möglich ja, wär's. Dann wäre das wirklich beschissen. Da können wir auch nicht rein. Ich weiß, da hinten glänzt's, aber ich will auch in die Nische reingucken. Okay, da ist wieder der, durch den wir durchgehen können. So ein Indianerhäuptling gemalt. Da ist noch was. Ach dann. Hey, halt, ich wollte es doch lesen. Leg das doch nicht weg, du Gesicht. So, jetzt nochmal. 8. November 2013. Dr. C.J. Swaffham, Abteilung für Ethnizität. 183 Haskell Hall. 6130 Amsterdam Road. Vancouver, BC. V729BNs. Sehr geehrter Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe ich wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag, 21.17 Uhr, hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Okay, die Rückseite sehe ich jetzt aber nicht, oder? Nee. Okay. Ja, krass, also es ging wohl auch wirklich um Ureinwohner. Oh, da draußen geht aber auch richtig die Luzi ab, ne? Gibt's einen richtigen Schneesturm. Ja, die Indianer scheinen hier wohl ursprünglich gelebt zu haben. Nochmal so ein Bild. Und man hat sie wohl hier von ihrem Land verdrängt. Das sollte man nicht machen. Wenn die Amis mal eins lernen würden, dann, dass man die Indianer mal wirklich gescheit behandelt. Und die Afroamerikaner. Und wenn, weiß wenn noch alles. Ach ja, die Amis. Da geht's raus, glaube ich, ne? Okay, die Tür ist zu. Da können wir nicht hoch. Na gut. Dann gehen wir hier rein. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also,
Willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Naja, er sagt dir nur die Worretsch, das was er bisher so weiß. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Willkommen! Hobbits, tritt's auf, du Ochs! Hesh? Hesh? Hey, hey, hey! Huh! Scheint ein netter Bursche zu sein. Scheiße. Okay, da haben wir unseren Mörder. Okay, ich geht. Ach, Dr. Hill, du Sau. Du hast doch hundertprozentig der Approbation verloren. Was kommt jetzt? Oh Gott, guck denn so scheiße creepy. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Okay. Und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Oh. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Okay. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Okay. Ich mag Sam am liebsten. Ich mag Josh am liebsten. Wenn ich bei Danny die Wahl habe, finde ich die Sam bisher am besten noch. Okay, weiter. Matt. Ich kann die Emily nicht ausstehen. Weiter. Die Ashley lieber als der Chris. Mhm. Die sind beide scheiße. Aber der Mike kann ich... Ach, Mike und Emily kann ich am wenigsten ausstehen. Okay, weiter geht's. Josh. Eindeutig. Wer war creepy, wenn wir wirklich der Josh wären hier als Patient, der sich dann lieber mag? Ja, der Chris. Auf jeden Fall. Ach Gott, wie er die Zähne fletscht. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Emily. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Ja, krasser Scheiß. Vor allem diese scheiß eklige Clownspuppe. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T.
Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Vier. Loyalität. 7 Stunden bis zum Morgen. Okay, wir spielen wieder Mike. Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Der ist im Unerhemd bei der Kälte. Jeder schreit noch Quicktime-Event. Abkürzung riskieren. Wir müssen uns beeilen. Appala, appala. Komm schon, du Held. Mach schon, du Held. Okay, sind wir da irgendwas? Ja, da ist er. Okay. Sie kriecht vor was weg, oder? Ja. Wird weggezerrt. Runterspringen. Hopp, mir henke Zeit. Ja, wir müssen schnell machen. Sehr gut. Gut gemacht, du Kletteraff. So. Es läuft doch ganz gut soweit. Wow. Seht's mal noch, wenn ich doch nicht so viel rette? Weil du musst mich echt konzentrieren, weil es sauschnell geht. Springen. Gott, gerade noch so. Runterrutschen, mir händ's eilig. Stär dich hoch, Fuchs. Ah, super. Komm schon. Na los, Mikey Boy. Nennt sich selber Mikey Boy. Na, Allah. Das ging doch fix, oder? Ich finde, du war mal recht gut. Ich habe sogar jedes Quicktime-Event hingekriegt. Jessica! Ah, da ist er doch noch. Komm, die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. Jessica, ich komme. Da ist nix, ne? Aber ich glaube, die kriegen wir auf jeden Fall noch. So. Okay, da müssen wir zum Aufzug runter. Ja, wie gesagt, bei solchen Quicktime-Events kann ich sehr, wenn ich nur rette. Ich habe dann auch meinen Controller auf der Bay abgeleckt, falls es heißt, nicht bewegen oder so. Nicht, dass ich da jemand auf dem Gewissen habe oder so. Ja, komm. Wir holen sie schon. Auf der anderen Seite, die rennt uns ja auch nicht fort, ne? Ja, Jessica, du musst ja jetzt Verständnis haben. Ich will gucken, ob da ein Totem noch rumliegt. Also, bitte. So, hopp, das kriegen wir noch hier. So. Oh nein, Michael! Ja, ich komm ja schon. Ich komm doch schon. Ich beil mich doch.
Okay, da kann ich mich bewegen. Wir hatten doch, ach so, Totem-Vorahnung, ne? Von ihr, genau. Oh Gott! Schmetterlingseffekt. Nein, Jessica! Lebt sie noch? Oh Gott! Ach Gott, sie lebt noch. Okay. Jess, bist du okay? Hilfe! Ja, komm. Nimm dein Gewehr. Ja. Dankeschön. Oh Gott, jetzt werden wir bestimmt erschreckt. Und. Wenn ich die Möglichkeit habe zum Schießen, dann mache ich das auch. Mike, Minen. 0 Uhr 12. Okay. Hui, jetzt kommt Kletterei. Und das machen wir in der nächsten Episode, ihr liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Until Dawn. Uff, pelzig. Also machen's gut und ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Und gebt doch einfach mal bei den Kommentaren Bescheid, wie ihr da so reagiert hätten. Und ob das möglicherweise auch Auswirkungen gehabt hätte hier bei der Episode, was der Mike jetzt angeht. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee. Was ist das für eine Bude? Das mal genauer an.